Hallöchen, meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video heute wieder mit dabei seid. Ja, heute gibt es wieder jede Menge sinnlose Betrugsanrufe. In der Kurzfassung. Also Gespräche, die nicht für ein ganzes Video ausgereicht haben, doch trotzdem ziemlich lehrreich sind, was wir da eigentlich für Menschen am Telefon haben. Jede Menge Abzocker, die an unser Bestes wollen. An unsere Kohle. Und zwar ohne Gegenleistung. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen Telefonaten. Ja. Schöne Sie zu erreichen, Herr Lipp. Ja. Guten Tag, ich bin Elena Liva und ich melde mich gerade wegen Bitcoin. Sie haben eine Anmeldung gemacht wegen Bitcoin, richtig? Wo denn? Wegen Bitcoin. Wo denn? Im Internet. So, Sie haben eine Werbung gesehen? Bei einer Werbung. Können Sie es mal ein bisschen genauer definieren? Geht das? Sind Sie Lili Lipp? Ja. Guten Tag. Herr Lipp, Sie haben eine Anmeldung jetzt bei die Bitcoin-System gemacht. Nee. So, Sie haben das um 18 Uhr gemacht. Nee. Nee? Nee. Okay. Aber hier ist bei mir angekommen, dass Sie haben eine Anmeldung gemacht. Ja, genau. Okay. Und darf ich erfahren, haben Sie vielleicht Erfahrung mit Online-Trading oder ist das das erste Mal? Nee. Ist das erste Mal, oder? Nee. Haben Sie Erfahrung? Nee. Nee? Nee. Nee? Mm-mm. Warum sind Sie angemeldet? Für Spaß oder wie? Weiß ich ja nicht. Bitte? Weiß ich doch nicht. Wissen Sie gar nichts? Nee. Woher kommen Sie? Von zu Hause. Woher kommen Sie? Von zu Hause. Wie alt sind Sie? Warum wollen Sie das wissen? Damit ich kurz das hier speichern, dass Sie sind eine Arschloch. Und Sie sind irgendeine Kakerlake aus einer Diskothek. Verpiss dich, du Hurensohn. Oh, Sie sind aber nett, Sie komische Tante. Sie sind eine Betrügerin. Eine illegale ich? Lady, ja. Ich? Und schmutzig, ich? Sie sind besonders oh schmutzig. Gott. Und, oh Gott. Aber eins muss ich Ihnen ja noch sagen. Wenn Sie sich an so ein Telefon setzen, dann sollten Sie sich vorher die Zähne putzen, weil Sie haben ganz schön, Sie haben ganz schön dolle Mundgeruch. Und ich finde das nicht in Ordnung, dass Sie mir einfach dazwischen sprechen, wenn ich gerade noch was mit Ihnen sage. Das kann ja nicht sein, dass Sie mir da einfach ins Wort fallen und einfach so dazwischen quatschen währenddessen. Na, guckt mal. Da hat die nette Tante aus dem Trading-Callcenter ihr wahres Gesicht schon ziemlich schnell gezeigt. Tja, beleidigend werden, glaube ich, die seriösen Unternehmen nicht. Das zeigt auf jeden Fall, man sollte grundsätzlich die Finger von solchen Unternehmen wie dieses hier lassen. Und am besten, wenn ihr einfach so angerufen werdet, ohne dass ihr auf einen Anruf vorbereitet seid oder diesen gewünscht habt, sollte man grundsätzlich sowieso die Finger davon lassen und gar nicht erst an den Apparat gehen. Denn nur so schützt man sich am sichersten. Natürlich, wenn man sie gerne ein bisschen hinhalten möchte, das kann man gerne tun. Allerdings, naja, sollte man sich dann immer bewusst sein, dass die eure echten Daten haben. Und wenn die eure echten Daten haben und ihr die dann bespaßt, naja, dann kann das natürlich auch ganz schnell daran enden, dass sie eure echte Telefonnummer mit Absicht irgendwo weiterreichen. Sowas gibt's auch, haben wir hier tatsächlich auch so schon gehört am Telefon von den Betrügern, dass sie das so machen wollen. Von daher immer schön aufpassen, wer da so bei euch durchs Telefon kommt. Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag. Alles Gott ist am Apparat. Aha. Ich melde mich wegen Ihrer Schwierigkeiten bei den Auszahlungen, ja? Auf welche Schwierigkeiten? Sie haben am Finanzmarkt Geld investiert, ja? Nee. Tja, und da das Betrügerskript jetzt hier nicht funktioniert hat, scheinbar zielt dieses Skript ab darauf, dass man ja schon mal investiert hat und gerade in Problemen bei der Auszahlung steckt. Und das können die Betrüger tatsächlich sogar timen, indem das gleiche Callcenter einfach schon mal angerufen hat. Einfach nur unter einem Namen. Also, gemeint ist damit, dass die Mitarbeiter aus diesem Callcenter vielleicht schon mal bei mir angerufen haben, vor, weiß ich nicht, ein, zwei Monaten, und haben dann bei mir irgendwas verkaufen wollen.
Kann auch jetzt in dem Fall ein anderes Callcenter sein, was dann einfach nochmal anruft und weiß, dass da angeblich schon mal was eingezahlt wurde. Oder zumindest von dem Kontakt weiß, dass es schon mal einen gab. Und nun lautet der Betrug, wir versuchen es nochmal bei der Auszahlung nochmal zu betrügen. Hier hat die Betrügerin ziemlich schnell aufgegeben. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie es weitergegangen wäre. Haben wir hier ja natürlich auch auf dem Kanal mehrere andere Gespräche, die genau dieses Skript, also der Betrug nach dem Betrug, ja, fortführen. Einfach nur Wahnsinn. Und naja, weil sie hier niemanden abzocken konnte, hat sie einfach ganz schnell einfach aufgelegt. Wie immer, ohne sich zu verabschieden. Hallo? Wunderschönen Tag, kann Sie mich hören bitte? Ja. Sind Sie gerade mit dem Herr Galaschnikow? Nee. Bin ich falsch verbunden? Wie heißen Sie bitte? Na, also wenn Sie nicht zu mir wollen, geht sich das nicht an. Ich habe hier den Namen Galaschnikow. Nö. Gerold. Nö. Sind Sie nicht Herr Gerold? Nö. Sind Sie nicht? Nein. Wie heißen Sie? Ja, wie gesagt, es geht Sie dann nichts an. Okay, wie Sie wollen dann. Falls Sie auch andere Anrufe dann bekommen, dann ist nicht meine Schuld, okay? Nun, Jura, aber von dem Rest des kriminellen Ladens ist es die Schuld, ja. Was meinen Sie davon? Ja, so wie ich es gesagt habe. Was? Na, das. Was? Sagen Sie, wiederholen Sie es noch einmal. Ja, was denn? Was Sie gerade gesagt haben. Nö. Haben Sie nichts gesagt? Genau. Verstehe ich. Ja, mag ich. Okay. Ihre Mutter arbeitet immer noch an dem gleichen Puff? Haben Sie irgendwie einen Dachschaden? Ah, arbeitet jetzt auch Ihre Frau dort? Okay, ich werde mal heute da mal... Ich glaube, irgendwas muss in Ihrem Köpfchen nicht so richtig funktionieren, ne? Kann das sein? Ihre Tochter auch? Ah ja, okay, genau. Okay, gehe ich heute. Was haben Sie denn eigentlich für ein Problem? Ich werde mal heute... Sie wissen, dass man sich für sowas wegen Beleidigung anzeigen kann, ne? Ist da immer noch die gleiche Preise? Sie machen sich gerade strafbar. Die gleiche Preise? Ah, ja, okay. Sie machen sich gerade strafbar. Was sind denn Sie eigentlich für eine minderwertige Kreatur? Okay. Können Sie mir das mal erklären? Sie sind doch absolut der Abschaum der Nation. Das letzte Dreckstückchen der Welt. Ich werde heute... Ja, genau. Du wirst mit deiner Mutter... Dann wirst du danach deine eigene Tochter... Du bist nämlich wahrscheinlich so ein pädophiles Schwein, so wie du dich anhörst. Ich werde das mit deinem Frau und deinem... Ja, genau, weil du pädophil bist. Ja. Ja, wenn du sagst, ja. Dann okay. Verpiss dich jetzt. Ja, verpiss dich doch selber, du rufst doch bei mir an, du Lappen. Halt die Klappe, du Hurensohn. Ja, genau. So. Genau, das soll ich mir von einem Lappen sagen lassen, oder was? Verpiss dich. Schöner Lappen, du. Eieieiei, was soll man da eigentlich groß noch zu sagen? Tja, Betrüger sind ja selten nett. Das haben wir hier ja nun schon in den anderen Videos ziemlich oft gehört. Aber es wird tatsächlich auch irgendwie gerne mal immer unterirdischer. Ich weiß nicht, was die sich dabei denken, ja, die Leute einfach so immer wieder aufs Tiefste zu beleidigen. Aber irgendwie scheint es den Betrügern wohl zu gefallen. Weiß ich nicht warum, aber es ist definitiv... Einfach nur noch unterirdisch, was dann in Callcentern passiert. Sobald die mit ihrem Skript nicht zurechtkommen und der Kunde nicht so ganz so richtig mitspielt, wie sich die Betrüger das vorstellen, ja, werden sie dann ausfallend. Und, naja, das mit den sexuellen Störungen, das haben wir ja auch schon in den anderen Videos immer mal wieder durchgekaut. Irgendwas scheint mit diesen Betrügern wirklich gesundheitlich nicht so ganz in Ordnung zu sein. Denn, naja, das ist ja jedes Mal das Gleiche, was da am Ende passiert. Mit den Eltern, mit den Kindern und mit der Tochter und was weiß ich. Tja, spricht auf jeden Fall nicht gerade für eine, ja, gute Herkunft. Hallo, Tosmo. Hallo, Kau. Wer ist denn da? Hallo, guten Tag. Ja? Ich heiße John. Und ich rufe Sie von automatisiert Bitcoin-System. Wie geht's Ihnen heute? Wie heißen Sie? Das habe ich nicht verstanden. Jack. Mein Name ist Jack. Also, Sie sind Herr Jack. Sie haben sich bei uns registriert. Jetzt also, ist das jetzt richtig oder nicht? Antworten Sie auch? Ja. Also, Herr Jack. Ja, ich rufe. Sie haben ein Handelskonto eröffnet. Jetzt kann Profil sehen. Ja, und Ihr Nachname ist Jack. Okay, möchten Sie Ihre Konto? Antworten Sie auch auf Fragen? Nein, mein Name ist Jack Palic. Wie ist Ihr Name? Jack Palic. Baric, aha. Und warum stellen Sie sich mit dem Vornamen vor?
Tja, die Antwort ist er uns schuldig geblieben. Aber den Jack, den hatten wir ja in dem Video vorgestern auch schon. Und naja, in vielen anderen Videos davor auch. Mit dem Jack hatten wir tatsächlich sogar schon ein längeres Gespräch. Na, also nicht nur solche kurzen hier. Aber der Jack, der scheint wohl dazugelernt zu haben und bleibt nicht mehr ganz so lange am Apparat und legt dann lieber einfach gleich auf, wenn er merkt, dass das Gespräch wohl zu nichts führen wird. Naja, aber am Ende verrät sich der Jack auf jeden Fall immer wieder selber, weil, naja, er ist halt nichts anderes als ein Betrüger. Tja, und verabschieden können sie sich auf jeden Fall alle irgendwie nicht, wenn sie in ihrem Skript nicht mehr so richtig weiter wissen. Immer wieder das Gleiche am Ende mit den Betrügern. Naja, und auf jeden Fall immer wieder gleich gruselig. Ich frage mich wirklich immer, wie diese Leute das wirklich immer wieder schaffen, ja, an unsere Kohle zu kommen. Wer denen das glaubt, mit diesem Benehmen. Tja, einfach immer nur Wahnsinn. Ja, guten Tag. Kann ich mit dir Pausenzimmer sprechen? Ist am Apparat. Mein Name ist Anna Spitz, ich rufe Sie von der Handelsgesellschaft. Sie haben sich bei uns registriert mit unserer Anzeige Roy Investing. Stimmt das? Von welcher Gesellschaft rufen Sie an? Roy Investing, stimmt das? Weiß ich nicht. Es ist eine Handelsplattform und es ist eine Anzeige über passives Einkommen mit Kryptowährungen, Rohstoffen und anderes. Aha. Sagen Sie mir bitte, haben Sie verstanden, wie alles funktioniert? Haben Sie vielleicht Erfahrung, auf dem Finanzmarkt zu arbeiten? Was? Haben Sie vielleicht Erfahrung, auf dem Finanzmarkt zu arbeiten? Ich habe da noch nicht gearbeitet. Was verdient man denn da so bei Ihnen im Goldcenter? Eine Sekunde, bitte. Ja, die Frage, was man da so im Callcenter verdient, ist uns schuldig geblieben. Eine Sekunde, bitte, hat die nette Dame gesagt. Und dann einfach das Gespräch abgewürgt und aufgelegt. Ich verstehe es nicht, aber gut. Wahrscheinlich hat sie hier den Braten schon irgendwie vorher gerochen, dass sie bei uns hier kein Geschäft machen wird. Ich meine, ist klar. Wir wissen, dass das Betrüger sind. Und die selbst wissen in den meisten Fällen sicherlich auch selber, dass sie Betrüger sind. Nur geben das die Betrüger ungerne zu. Aber ist ja auch klar, fragt mal ein Kind, ob es Scheiße gebaut hat, wenn es Scheiße gebaut hat. In 99% der Fälle wird es sagen, nein. Tja, und genauso haben wir das hier am Telefon ja auch immer wieder. Die allerwenigsten Betrüger geben zu, dass sie Betrüger sind. Sicherlich gibt es auch den einen oder anderen Betrüger, der vielleicht gar nicht weiß, dass er betrügt, sondern einfach nur seine Arbeit da macht, die er vorgeschrieben bekommt. Und wie, weiß ich nicht, ein Roboter funktioniert. Nur bei den meisten Betrügern rutschen ja dann doch die Beleidigungen am Ende immer ziemlich schnell raus. Wir haben es hier in den Videos auch schon gehört, dass eine Beleidigung sogar abgelesen wurde. Das spricht auf jeden Fall dafür, dass die Leute wissen, was sie tun. Weiß ich nicht so genau. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr so darüber denkt. Guten Tag, Energiemarktmonitor. Was? Energiemarktmonitor, Herr Steiner. Es geht um Ihren Strom. Aha, was ist mit meinem Strom? Ja, Sie bekommen wieder eine neue Preisgarantie. Das wird wieder neu gemacht und darum geht's. Wieso wieder? Ja, welchen Anbieter sind Sie denn momentan? Ja, wieso wieder? Das müssten Sie doch dann wissen, wenn Sie sagen, da bin ich wieder dran. Herr Steiner, haben Sie den Anbieter schon mal gewechselt? Nö. Sind Sie bei der Wattenfall? Was? Sind Sie bei der Wattenfall? Nö. Also haben Sie gewechselt? Nö. Was? Wenn Sie nicht gewechselt haben, dann sind Sie bei der Wattenfall. Nö. Das ist nämlich Ihr Grundversorger. Da bin ich trotzdem nicht. Also haben Sie gewechselt? Ja, ich dachte, Sie rufen von irgendeinem Energieversorger an, dann müssten Sie doch das wissen, wenn Sie sagen, ich würde das jetzt wieder mit Ihnen machen. Herr Steiner, ja. Steiner, es geht um neue Strompreise. Haben Sie Interesse, ja oder nein? Sie wissen schon, dass Sie auch illegal anrufen, ne? Nein, doch. Wird den Wechsel für Sie alle. Nee, Sie haben bei mir keinen Wechsel eingerichtet. Sie lügen. Sie haben recht. Alles Sie sind klar. Ein Betrüger. Ja, genau, Sie haben recht. Schämen Sie sich. Ja, ekelhaftes. Widerlich. Ja, und genauso sieht das aus. Sein Skript funktioniert nicht. Schön, dass er hier mir erzählt, dass ich jetzt wieder mit ihm wechseln darf. Aber warum kann er mir denn nicht sagen, wohin ich dann vorher mit ihm gewechselt bin und alles andere? Also, tja, einfach nur auffällig. Die Antwort ist dazu auch ganz einfach. Ich habe mit dieser Firma nie gewechselt und dementsprechend ja, kann er mir auch nicht die Antwort dazu geben. Ja, aber weiß ich nicht, was die Betrüger damit jedes Mal erreichen wollen. Sind denn wirklich alle so blöd und glauben das? Ich meine, gut, klar, wenn man einmal darauf reingefallen ist, dann und es hat jetzt keine negativen Folgen gehabt. Hier so ein Stromwechsel, der muss ja nicht immer negativ sein. Ja, außer vielleicht, dass man monatlich ein bisschen zu viel bezahlt. Aber das ist ja dann eher so ein schleichender Prozess, den man nicht unbedingt mitbekommt.
Ja, weiß ich nicht. Ist alles irgendwie ein bisschen fraglich mit diesen komischen Callcentern jedes Mal, gerade mit diesen Stromverträgen. Vor allem lassen die sich natürlich auch nicht so lange hinhalten wie dieser Trading-Betrüger. Auch manchmal ein bisschen schade, dass man mit den Elektroverkäufern da, ja, kein ganzes Video hinbekommt. Mal gucken, was wir da so in Zukunft noch alles bekommen. Die Strombetrüger, die rufen ja doch ab und zu mal noch an. Ja? Guten Tag, hören Sie mich? Ja? Ich bin leitende Beraterin Elsa Nielsen und ich möchte Sie über Kryptowährungen informieren. Oh, das haben Sie aber schön abgelesen. Was bitte? Ich sagte, das haben Sie schön abgelesen. Was? Das, was Sie gerade vorgelesen haben, hat sich richtig schön flüssig angehört. Herr Wilson, ich möchte Sie über Investitionsmöglichkeiten auf dem Kryptomarkt informieren. Ja? Verstehen Sie mir? Ja, schon so ein bisschen, ja. Ein bisschen, ja. Herr Wilson, wissen Sie, was ist Bitcoin? Nee. Das ist eine Krypto, digitales Zahlungsmittel. Aha. Sehr interessant. Können Sie mir sagen, mit wem spreche ich gerade? Na, mit denen, den Sie angerufen haben. Sie sind David Wilson, Dennis Wilson oder Gerald Wijnaldum? Was? Können Sie sich nicht entscheiden, wen Sie anrufen wollten, oder wie? Weil Sie haben eine Anmeldung unter unserer Webseite mit beides Namen gemacht. Nee. Und das bedeutet, Sie haben sich nicht entschieden, wer bin Sie? Was? Wie? Verrückt, verrückt, verrückt. Machen wir mal weiter. Kriminelle Callcenter an der Strippe. Also leider habe ich nicht alles gehört. Ja, das könnte an deiner fehlenden Intelligenz gelegen haben. Ach so. Ist eine solche Situation, eine solche schwierige Situation bei ihm. Es tut mir sehr leid. Ja, mir tut es auch leid da bei dir, dass du so einen Drecksjob machen musst. Deine Eltern, die müssen dich ja hassen. Haben Sie einen so schweren, komplizierten Job? Also, es tut mir sehr leid, dass ich frage, was machen Sie? Hallo? Der Schnipsel war mir vorher nicht so bekannt, aber ist wohl irgendwie übergeblieben. Ich glaube, hat irgendwas mit der Aufzeichnung nicht so ganz funktioniert. Gucken wir mal zum nächsten. Ok. Ja, hallo, schönen guten Tag, hier ist Jutta Kruse, Handelsplattform Bittrade. Sie sind ja ganz leise, ich kann Sie nicht hören. Oh, so besser? Nee. Auch nicht. Und jetzt? Auch nicht. Ja, dann... Bringen Sie erstmal bei Ihrer Technik in Ordnung und dann melden Sie sich nochmal. Ja, machen wir. Ja, ich weiß nicht, was die da manchmal mit ihrer Technik machen. Ich meine, so manche Callcenter-Headsets haben ja an dem Kabel so einen Lautstärkeregler. So ein billiges Ding, ne? Kennt man vielleicht noch so von Kopfhörer. Ich meine, so iPhone-Kopfhörer haben ja auch so Tasten. Und bei älteren Sachen gibt es ja so Drehregler, wo man direkt am ja, Kopfhörerkabel einen kleinen Verstärker dran hat, der das hochregelt. Naja, aber weiß ich nicht, wie die das jedes Mal schaffen, so leise am Telefon zu sein, dass man sie nicht hört. Aber die nette Tante hat auf jeden Fall nochmal separat angerufen. Hallo, schönen guten Tag. Frank Schönfeld ist mein Name. Passt gerade bei Ihnen? Was denn? Was soll denn passen? Meine ich mit Ihrer Zeit. Es geht ja um Online-Investitionen an der Börse. Was heißt denn davon? Sie haben sich gemeldet zum Online-Investitionen an der Börse, deswegen möchte er Ihnen unsere Seite vorstellen. Wo habe ich mich denn gemeldet? Bei unserer Werbungsseite beim investments.com. Aha. Kenne ich nicht. Wissen Sie nicht? Sie haben noch nie investiert? Nee. Okay. Möchten Sie unsere Informationen so telefonisch oder soll ich Ihnen per WhatsApp informieren? Weder noch. Bitte? Weder noch. Über WhatsApp, meinen Sie? Nee, weder noch. Gut. Haben Sie Computer dabei? Wie kann man einen Computer dabei haben? Ist doch zum Dabeihaben ein bisschen zu schwer, oder? Wo sind Sie gerade? Auf einem Stuhl. Okay, ich dachte, Sie liegen jetzt auf meinem Schwanz. Haben Sie irgendwie einen Lattenschuss? Hurensohn. Ah, bei Ihnen scheint irgendwas gesundheitlich im Hirn nicht zu funktionieren, kann es sein? Ja, wenn du ein Notensohn bist, so funktioniert das. Ah, okay, also fehlt es an Intelligenz beim Betrüger.
Tja, und am Ende dann doch immer irgendwie das Gleiche bei den Betrüger-Callcentern, die sich nicht für Betrüger-Callcenter halten und sich für seriös halten und nett sein wollen am Telefon und dann irgendwie dann doch jemanden beleidigen. Und naja, und wie immer irgendwie so diese sexuelle Störung. Ich weiß es nicht, das haben die irgendwie alle gemeinsam. Ich meine, klar, dass wir meistens in, naja, oftmals den gleichen Callcentern landen werden, nur jedes Mal einen anderen Mitarbeiter dran haben. Tja, dann erklärt sich das auch, warum die alle den gleichen Wortschatz haben. Aber es ist schon auf jeden Fall gruselig. Jedes Mal beleidigen die. Tja, es kann natürlich immer wieder auch damit zusammenhängen, dass die schon irgendwann auch langsam genervt sind von den Scambaitern und pauschal Kunden, die nicht so ganz nach dem Skript reagieren, automatisch schon für Scambaiter halten. Ist auf jeden Fall ein kleiner Erfolg. Dadurch haben es die betrügerischen Callcenter mit Sicherheit schon schwerer mittlerweile. Was denn? Ist aber schön laut da bei euch. Ja, und was das jetzt hier so genau war, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also entweder hat der Mitarbeiter ja einfach gerade keine Lust gehabt zu reden und das System hat automatisch gewählt und ich kam gerade halt hoch, oder der wusste, wo er anruft und wollte einfach nur ein bisschen nerven und hat dabei vergessen, sein Mikrofon auszumachen. Das kann natürlich auch sein. Aber schon krass, wie laut es eigentlich in diesen Callcentern ist. Deswegen habe ich das hier auch drin gelassen, weil man das hier mal wunderbar gehört hat. Dass da ganz, ganz viele Menschen sitzen, die gleichzeitig ganz, ganz viele Menschen bescheißen und um ihr Geld betrügen. Und naja, da steckt halt richtig System hinter. Die arbeiten natürlich nicht alleine, das ist klar. Einer alleine kann natürlich nicht viele Menschen anrufen, aber viele Menschen können natürlich sehr, sehr viele Menschen anrufen. Vor allem, wenn es automatisch geht. Und technisch sind wir heute so weit, dass es kein Problem ist, automatisch irgendwo anzurufen, sobald die Leitung wieder frei ist. Man muss sich das immer so vorstellen in den Callcentern, man legt auf, man hat vielleicht ein paar Sekunden oder eine Minute oder so Zeit für die Nachbearbeitung von dem alten Datensatz und dann kommt automatisch der nächste Call hoch. So funktioniert es normalerweise in Callcentern, also auf jeden Fall in den guten Callcentern, die beim Kundenservice arbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass viele der betrügerischen Callcenter genau solche Software einsetzen, dass das eben alles automatisch funktioniert. Sie sind mit einem Festnetzanschluss verbunden. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Oh, hallo? Verpiss dich. Was? Haben Sie ein Problem? Verpiss dich. Haben Sie irgendwie eine Macke? Hurensohn. Da spricht jemand von sich selbst. Das bist du ja. Deine Mutter ist eine Schlampe. Ja, das ist ja deine Mutter, weil deswegen ist ja sowas wie du dabei rausgekommen. Haha, du Hurensohn. Nein, das haben wir doch jetzt gerade schon erklärt. Das bist ja du. Du bist ein Hund. Nee, aber weißt du, was denn Beleidigungen sind doch echt langweilig. Du bist im Puff geboren, weißt du das? Ja, aber das ist doch langweilig, was du da von dir zu Hause erzählst. Jetzt wissen wir doch, wie es bei dir zu Hause aussieht. Möchtest du nicht mal was Neues erzählen? Ich bin doch dein Vater, du Hund. Das ist ja nicht so. Nee, du bist kein Vater, du bist höchstens irgendwie Abschaum oder sowas. Irgendwie wie so. Weißt du, wie du bist? Wie so dreckiger Kaugummi auf der Straße. So bist du. Hurensohn. Ja. Du bist einfach ein Hurensohn. Ja, und bist du. Weißt du, was du bist? Du bist Sohn einer Freudenhausangestellten. Das bist du. Du bist einfach ein Hurensohn. Nee. Der Sohn von einem Hurensohn. Ich bin hübsch, ich sehe gut aus, meine Intelligenz ist... Mann, dann hat er einfach aufgelegt. Tja, weiß ich nicht. Also, ist schon beeindruckend, ne? Die verplempern manchmal freiwillig selbst ihre Zeit. Ich meine, gut, der hätte jetzt hier vielleicht mit seinem Skript angefangen, wenn ich nicht so komisch eingestiegen wäre ins Gespräch. Aber, naja, gut, so ist es halt, ne? Ich meine, kann ja immer mal sein, dass da ein paar Verrückte und Bekloppte am Telefon sind, die auch anrufen, aber dann immer jedes Mal gleich so reagieren und sich von der allerbesten Seite zeigen? Weiß ich nicht, ob das so gut ist, aber, naja, in einem Betrüger-Callcenter kommt sowas schon mal vor. Der Vorteil dabei ist, die verraten sich auf jeden Fall selbst und, naja, selbst wenn das jetzt hier lustig gemeint gewesen wäre von mir und ich nicht gewusst hätte, was da so am Telefon dran ist, spätestens jetzt weiß ich ja, was da am Telefon ist. Definitiv kein netter Mensch, der mir irgendwas Gutes möchte, sondern einfach nur, ja, weiß ich nicht, was er da bezwecken wollte. Ja, guten Tag. Wie kann ich denn weiterhelfen? Ich wollte mit deiner Mutter sprechen.
Ah, der Abschaum ruft wieder an. Du Hurensohn! Ja? Oh. Ja, in der Tat habe ich solche Gespräche, denn das öfteren mal an meiner Telefonleitung. Wenn der Betrüger ein bisschen Langeweile hat, da wahrscheinlich nicht so viel passiert im Callcenter, dann rufen sie einfach bei den Scambaitern an, um sie dann irgendwie ein bisschen zu beleidigen. Manchmal kann das natürlich auch an den sehr auffälligen Datensätzen liegen, wenn meine Namen so ein bisschen komisch gewählt sind. Ist dann vielleicht ein schlauer Betrüger, der nicht so schlau ist, weil er hier so einen Anruf macht. Weiß ich nicht. Immer wieder seltsam und ja, immer wieder ein neues Rätsel. Schauen wir mal, was wir so im nächsten Gespräch dran bekommen. Ja, guten Tag. Wen habe ich denn da am Apparat? Ja. Ein Callcenter aus dem Untergrund haben wir am Apparat. War ja wieder ganz klar zu hören, was da für eine Lautstärke im Hintergrund herrscht und naja, was da so an, weiß ich nicht, los ist. Auf jeden Fall krass, was da für, weiß ich nicht, Krach herrscht. Es muss doch total furchtbar sein, da einen ganzen Tag zu arbeiten. Naja, wobei, arbeiten kann man das ja nicht nennen, oder ist Betrug Arbeit? Weiß ich nicht. Schreibt's mal in die Kommentare. Guten Tag, Herr Steiner. Ja? Lisa Schwarz ist hier. Von der Firma Crypto Invest. Ich grüße Sie. Hallo. Ich meine, gestern, wir haben mit Ihnen telefoniert, die Verbindung war unterbrochen und dann konnten unsere Techniker das nicht hinstellen. Keine Ahnung. Wie sieht es bei Ihnen denn heute zeitlich aus? Ich habe gesehen, wir haben die Transaktion versucht zu Ende zu machen. Ja, und dann waren Sie einfach weg. Genau. Die 100 Euro, die sind nicht durchgegangen. Steht die Fehlermeldung, dass die Daten von der Kreditkarte nicht richtig eingegeben wurden. Ablaufdatum Ihrer Kreditkarte ist unvollständig, steht hier. Ja, als Sie dann weg waren, habe ich auch gehört. Ach so. Okay. Wollen wir das jetzt gemeinsam mal versuchen? Ich hoffe, dass ich nicht verschwinde. Aber heute geht es eigentlich ganz gut mit Telefon. Aha. Ansonsten, haben Sie gleich WhatsApp für mich? Herr Steiner, nutzen Sie auch ein? Nee. Sie haben nur Festnetznummer, kein Handy? Ja. Okay. Ich habe Ihnen ansonsten auch ein E-Mail geschickt. Ich weiß nicht, ob Sie das erhalten haben. Keine Ahnung, habe ich nicht geguckt. Noch nicht? Okay, gut. Dann schauen Sie später rein. Mhm. Herr Steiner, wollen wir jetzt gemeinsam nochmal versuchen mit der Kreditkarte, damit die Transaktion dann durchgeht? Nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Haben Sie keinen Interesse mehr, Anfrage löschen? Ja, habe ich keinen Bock mehr. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Dann lösche ich Ihre Anfrage. Sie haben meine E-Mail. Falls Sie dann anders überlegen sollten, dann melden Sie sich. Ja, nee. Gut, Herr Steiner, wünsche ich einen schönen Tag. Ja, ich mir auch. Tschüss. Tja, so stellt man sich das theoretisch vor. Also, das ist die Gesprächsführung, ne? Dass man dann quasi mit einer reinen, sauberen Weste aus dem Gespräch wieder rausgeht und sich höflich verabschiedet, mehr oder weniger. Naja, aber ich meine, am Ende bleibt es ja trotzdem Betrug. Aber die war ja hier wenigstens halbwegs höflich. Und ja, da könnte man dann schon vielleicht wieder zweifeln, ob das ein gutes, schlechtes Callcenter ist. No? Also ich glaube, mit solcher Masche hat man dann doch eher Erfolg, dass die Leute dann sagen, gut, dann gucke ich mal in die E-Mail und dann fallen sie vielleicht auf die E-Mail da rein, die da geschickt wurde. Tja, da muss man natürlich auch aufpassen. Von daher immer wieder die Warnung, grundsätzlich, wenn ihr irgendwelche tollen Angebote am Telefon bekommt, haltet da ganz weit die Finger von weg. Denn niemand ruft euch freiwillig von alleine an, um euch irgendwie was Gutes zu tun oder euch was zu schenken. Wen hab ich denn da am Apparat? Ist keiner dran? Kuckuck. Morten Lexter halt weg. Tja, und sowas haben wir öfters mal hier an der Strippe. Also Leute, die bei mir anrufen und dann nix sagen. Das könnte hier in der Tat auch so eine Art Ping-Call sein, also ein Telefonat, was nur darauf abzielt, um zu gucken, ob die Rufnummer noch bedient wird. Und wenn man hier ans Telefon geht und irgendwas sagt, dann weiß das automatische System, dass hinter dieser Rufnummer also noch ein echter Mensch steckt. Und der nächste Anruf wird dann auch ein echter Mensch sein, der euch irgendwas verkaufen will.
Ne? Also kann man sich so vorstellen wie das Prüfen der Daten, ob die Daten noch aktuell sind und ob man sie noch weiterverkaufen kann. Tja, oh, das ist einfach nur wieder ein Betrüger gewesen mit viel zu viel Zeit. Ich kann überhaupt nichts verstehen, das ist viel zu laut. Okay, dann ich versuche nochmals, kleinen Augenblick. Ob er es dann wirklich nochmal probiert hat, weiß ich nicht, lässt sich ja immer so schwierig nachprüfen, weil die Betrüger halt jedes Mal mit einer neuen Telefonnummer anrufen und dadurch lässt sich einfach nicht mehr im Nachgang, wenn man voraus telefoniert hat und das hier nicht quasi live reinschneidet, dann findet man die einfach nicht mehr, die Anrufe. Das ist das Problem, was man damit hat, wenn die jedes Mal mit einer neuen Rufnummer anrufen. Und manchmal ist es ja auch so, kaum hat der eine aufgelegt, ruft schon wieder der nächste an. Also kann ich nicht mal pauschal sagen, dass die beiden Gespräche, die nacheinander geführt wurden, miteinander zusammenhängen. Tja, so ist es halt. Machen wir mal weiter. Ich habe euch noch ein etwas kleineres, längeres Gespräch mitgebracht. Aber auch nicht viel sinnvoller als der Rest. Und danke, Steiner. Wie kann ich denn helfen? Hallo? Ja? Schön, Sie am Apparat zu haben. Herr Janik Winkler spricht hier. Ich bin der Finanzberater von SuperFA und ich habe gerade gesehen, dass Sie ein Konto bei uns geöffnet haben und wollte Ihnen bei der Aktivierung weiterhelfen. Aha. Kennen Sie einen Dennis Wilson? Wie bitte? Dennis Wilson? Nochmal? Dennis Wilson? Genau. Dennis Wilson? Ja. Heißen Sie? Haben Sie gerade 5 Minuten Zeit, um das zu erledigen? Ne? Also Sie heißen Dennis Wilson? Ja. Okay. Herr Steiner? Ja? Ja, was benutzen Sie gerne? Kreditkarte oder Online-Bank? Kleine Katzen. Nochmal? Sie sind nicht Dennis Wilson, Sie sind ein Lügner. Warum fragen Sie, wer ich bin? Ich hab doch mich vorgestellt. Warum provozieren Sie? Mach ich ja nicht. Aber Sie lügen ja. Warum sagt ich lügen? Na, weil Sie sagen, dass Sie Dennis Wilson sind. Das sind Sie ja nicht. Ja, bin ich ja auch. Woher wissen Sie das? Na, heißen Sie Dennis Wilson? Ja, natürlich. Aha. Und von welcher Firma aus rufen Sie an? Super Empire, Online Trading. Aha. Herr Steiner? Ja? Ja, sollen wir anfangen? Sind Sie gerade bei der Arbeit, oder? Nee. Haben Sie Feierabend? Nee. Dann lass uns anfangen. Was? Lass uns anfangen mit der Kontoaktivierung. Warum? Damit Sie endlich mal Profit anfangen zu machen, ne? Nee. Wie, ne? Ich brauche keine Profite. Dann nicht. Nee. Den Chance bekommst du nicht zweimal. Was? Den Chance bekommen Sie nicht zweimal, ne? Naja, da gibt's bessere Chancen als eure. Ach ja, ob man die Chance da nutzen will von diesem Callcenter, ich glaube eher nicht. Denn wer da sein Geld einzahlt, ich glaube, das hat man an der Geräuschkulisse schon ganz gut von alleine hören können. Was danach mit eurem Geld passiert, richtig. Ihr seht das nie wieder und werdet definitiv keine Profite machen. Wahnsinn. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ihr wisst Bescheid. Hier gibt es jetzt noch eine Playlist mit noch einer etwas größeren Auswahl. Klickt auch da gerne mal rein. Könnt ihr gerne noch die Zeit bis zum nächsten Video ein bisschen mit ausnutzen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.